Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Diesmal wieder etwas Größeres von eBay. Ich schätze, dass das von der Größe her bei einigen vielleicht schon als Kamera-Haul durchgeht. Heute muss ich mich allerdings entschuldigen. Kann es sein, dass die Videoqualität nicht allzu gut ist? Denn draußen ist extrem schlechtes Licht und bisher hatte ich auch kein Geld und noch keine Lust, mir eine Softbox für meine Videos zuzulegen. Deswegen drehe ich, wie einige vielleicht gemerkt haben, jetzt alle meine Videos mit Available Light. So, auf. Und da gucken wir uns auch schon das erste Prospekt entgegen. Ich finde das übrigens immer extrem genial, wenn Leute bei diesen eBay-Auktionen immer das Werbematerial mitschicken, was es damals zu den Kameras gab. Hier seht ihr was Hochwertiges, also Nikon. Haben wir hier das erste Objektivdöschen. Machen wir mal auf und gucken mal, was da rauskommt. Das ist ein, sieht aus wie so eine Art, ach, ein 2x Telekonverter für Nikon. Ne, hatte ich gar nicht mehr Erinnerung von der Beschreibung. Das ist natürlich sehr cool, auch wenn er von Tamron ist. Ne, kann ich was anderes zu. Dann mal den Karton auf die Seite, wo nicht das Sonnenlicht herkommt. Dann als nächstes zwei Gummidinger. Ach, die Dinger sind ganz praktisch. Das sind Gummisonnenblenden. Ich hoffe, ich mache die nicht kaputt. Die sind besonders cool, wenn man durch Scheiben fotografiert und direkt vor der Scheibe steht. Dann kann man diese hier ohne die Gefahr, die Scheibe kaputt zu machen, zum Beispiel im Zoo gegen die Scheibe drücken, hat dann keine Reflexion mehr und kann später auch nicht verklagt werden, weil er da die ganzen Scheiben zerkratzt hat. Hier, das schauen wir das Ganze nochmal in kleiner. Dass sie jetzt nicht mehr so ganz so flexibel sind, ist eigentlich klar. Aber mit so ein bisschen Ballistol geht das meistens dann immer. Dann kriegen die ihre Flexibilität zurück. Und, oh, ganz viel Papierkram. War ein bisschen aus dem Bild geraten. Das finde ich natürlich immer schön viel zum Lesen. Allerdings sehe ich, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich euch mit dem Winkel ein bisschen runterhole. Da sind wir wieder. Ich habe die Kamera etwas geneigt. Denn dieser Winkel ist für uns alle wahrscheinlich besser. Und Zeitungspapier. Und was kommt zum Vorschein? Oh, ich ahne es. Ein Nikon 50mm 1.8 Serie E. Dieses Ding habe ich mir schon extrem lang gewünscht. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Ich werde es gleich mal prüfen. Wahrscheinlich kommt hier im Anschluss irgendwann ein Video, wie prüfe ich eine Kamera auf Funktionalität, die ich bei eBay gekauft habe. Dass das dabei ist, freut mich schon mal sehr. Als nächstes. Ach cool, zwei Drahtauslöser. Die Dinger hat man früher benutzt, um Kameras, wenn die auf dem Stativ standen, nicht zu verwackeln. Und konnte dann einfach hier die Kamera mit diesen Drähten auslösen. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe nämlich vor kurzem erst für relativ teures Geld einen gekauft. Und jetzt habe ich schon wieder zwei Stück. Sehr cool. Dann wieder etwas Objektivmäßiges. Und zwar ein Vivita 28 bis 85mm F3.5 bis 4.6 MC Multicoded Makro. Das ist cool. Was nicht so cool ist, ist, dass hier das Gummi abgeht. Ja, mit ein bisschen Patex müsste das aber auch wieder gehen. Sehr cool. Wie zoome ich denn? Ach so. Oh. Tut mir leid, ich habe gerade. Seht gerade, ihr seht gar nichts. Muss ich die Fuji mal ein bisschen neu justieren? Einen Moment. Hat man davon, wenn man nicht immer auf den Bildschirm guckt? Das scheint ein Schiebesum zu sein. Ja, ganz anständiges Ding. Bestimmt wieder super geeignet, um den Amateur-Look gut hinzukriegen. Denn Off-Brand-Zooms, also Zooms, die nicht vom Kamerahersteller selber sind, sind immer ein bisschen anfällig für Bildfehler. Und um die geht es meistens auch. Das ist auch cool. Das ist das hier. Sieht auch wieder nach Drahtauslöser aus. Jemand dieses komische Butterbrot-Ding benutzt. Das ist total kaputt. Also nicht der Drahtauslöser, sondern dieses Spiral-Festmacht-Ding hier. Weg ist er. Ja. Cool. Nochmal ein längerer Drahtauslöser. Sehr geil.
hier. Noch eine Gummiblende. Und ein. Das ist entweder ein Deckel oder ein Blitzdiffusor. Muss ich gleich mal gucken. Wahrscheinlich ein Gehäusedeckel. Und ein Nikon Blitzgerät. Ein SB15 mit Tesafilm. Sehr cool. Muss ich gleich mal gucken, wo der an die Kamera drankommt. Der ist ein bisschen kleiner als die Blitzgeräte, die ich sonst habe. Und müsste natürlich auch gut mit der FG, die wahrscheinlich gleich kommt, zusammen funktionieren. Muss ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen, denn ich bin echt kein Experte, was Blitzgeräte angeht. Dann gucken wir weiter. Das Papier. Müsste das hier die erste Kamera sein. Korrekt. Und auch schon eine Nikon FG. Ohne Filmspulhebel, stand aber auch so in der Beschreibung. Sieht gut aus. Gut in der Hand. Kümmere ich mich später nochmal genauer drum. Auch sehr cool, hier ein Polfilter von Hama. Einer mit der Hauptgründe, warum ich bei dieser Auktion mitgemacht habe. Dieser ist übrigens linear und nicht zirkular. Zirkulare Polfilter arbeiten an Kameras mit TTL meistens etwas besser als diese linearen. Mal gucken, muss ich mich auch nochmal stärker mit auseinandersetzen. Aber cool, einen zu haben zumindest schon mal. Hier noch eine kleine Tasche, mal gucken, was da drin ist. Eine Sonnenblende von Tamron, die scheinbar es wert war, eine eigene Tasche zu bekommen. Immer. Und jetzt zum großen Finale und sogar in einer Kameratasche. Die. Jetzt machen. Nikon FG mit Vorspulhebel. Die gucke ich mir aber gleich nochmal im gesonderten Video genauer an, wo ich erkläre, wie man denn so eine Kamera auf Funktion überprüft, wenn man eine von eBay bekommt. Übrigens auch ein Objektiv dran, dass man durch diesen Filter hier nicht sehen kann, was es ist. Moment. Versuchen wir gerade den Filter hier abzumachen. Und hier steht nichts. Ja, cool. Wird wahrscheinlich hier irgendwo oben stehen. Ah ja, hier. Tamron 35 bis 80 mm SP. F1.8 bis 3.5. Dass das Tamron SP hier mit F2.8 anfängt, ist natürlich super cool. Denn somit ist es im Modus für 35 mm. Theoretisch eigentlich einer 35 mm Festbrennweite. Ebenbürtig. Allerdings muss man dazu sagen, dass in diesen Zoom-Objektiven auch viel mehr Glas verbaut ist, was eigentlich viel mehr Blödsinn machen kann. Und deswegen ist das hier wahrscheinlich optisch etwas schlechter als eine 35 mm Festbrennweite. Gucken wir mal. Nein, das machen wir später. Denn in der Tasche hier ist auch noch was. Und zwar ein Agfa-Blitzgerät. So eins mit so einem runden Kopf. Da habe ich schon ein bisschen was von gehört. Die sollen so mit ihrem runden Kopf so eine schöne Ausleuchtung machen, wenn man Objekte fotografiert, die wirklich größer sind, also Menschengruppen oder wenn man in den Raum reinblitzt. Ja, sieht auch hochinteressant aus. Mal, ob hier noch mehr drin rumfliegt. Ah, hier vorne in der Tasche ist noch ein bisschen was. Oh, hier vorne in der Tasche ist noch ein bisschen viel. So, das war's. Ach, das ist so ein Schieber, um die Sucher hinten bei den. Moment, um hinten die vor die Sucher der Kameras zu stecken. Damit von hinten kein Licht reinfallen kann. Das ist wichtig, wenn man die Kamera zum Beispiel auf Zeitauslöser stellt, auf ein Stativ stellt und es guckt gerade keiner hinten durch. Und die Sonne scheint volle Kanne hier in den Sucher rein und die meisten Kameras sind das nicht gewöhnt und produzieren dann nicht schlechte Bilder, sondern vermessen sich mit dem automatischen Lichtmesssystem. Dann gucken wir uns das an. Vivita Patspend, also Patents Pedending, also Patente ausstehend. Es ist ein, schauen wir uns mal um,
Ach, das scheint ein Adapter zu sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das hier sieht nach M42 aus. Das ist wahrscheinlich ein Adapter, um Nikon-Objektive an M42-Kameras verwenden zu können oder so etwas. Das sieht einfach hochinteressant aus, weil ich auch ein paar M42-Kameras habe, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und was haben wir hier? Sieht aus, ja, nochmal das gleiche. M-Modus-Einstellung. Egal, gucken wir einen Filter an. Ein UV-Sperrfilter, die kennt man heute wahrscheinlich auch noch, um UV-Licht auszusperren. Weil heutzutage in der digitalen Fotografie sind die eigentlich unnötig und man braucht sie eigentlich nur zum Objektivschutz, damit vorne keine Kratzer dran kommen. Aber früher konnte UV-Licht, besonders wenn man im Hochgebirge fotografiert hat oder bei wirklich hellem Sonnenschein, damit wirklich was anfangen. Die haben damals die Bildqualität wirklich verbessert. Allerdings habe ich jetzt wirklich nicht vor, ins Hochgebirge damit zu fahren. Und ein anderer Filter, wo nichts draufsteht. Auf jeden Fall nicht auf der Packung. Gucken wir mal. Meistens steht dann am Rand, was es ist. Ja, nochmal ein UV-Hates-Filter. Da hat Jan wahrscheinlich zwei Filter benutzt. Vielleicht war der Vorbesitzer ja damit im Hochgebirge. Man weiß es ja nicht. Passiert, der ganze Kram hier zusammen hat mich gerade mal 66 Euro gekostet. Das finde ich schon ein ziemlich krasses Schnäppchen, denn allein schon diese Kombination hier aus Nikon FG und dem 50mm Serie E kostet meistens schon so auch ebenfalls 60 Euro. Ich finde, da habe ich mal wieder ziemlich Glück gehabt bei eBay. Allerdings kann man bei eBay natürlich auch Pech haben, wie ihr sicher wisst. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.